So, Leute, da wären wir wieder. Wären wir doch. Doch, doch. So, da sind wir wieder. Irgendwo war ein Gast. Ich habe keine Ahnung wo. Ach da. Warum sind hier so viele Gasts? Warum stirbt der Gast manchmal mit einem Schuss und manchmal mit zweien? Lag es jetzt daran, dass ich ihn von hinten getroffen habe? Sind die im Gesicht verwundbarer als von hinten oder so? Ich habe keine Ahnung. So, wir nehmen mal weiter Quarz mit. Ich habe mir jetzt gerade mal die Gunst der Stunde zunutze gemacht und habe den Anruf dazu ausgenutzt, beziehungsweise die Aufnahmepause dazu ausgenutzt, um mir mal eine kurze Hose anzuziehen. Wird einem dann doch ganz schön warm hier im Nether, ne? Also ist ja schon immer ziemlich warm, Leute. Aber es sind hier ungefähr so angenehme, oh, was weiß ich, angenehme 35 Grad hier mit der ganzen Lava in der Nähe und so. Das heizt schon unheimlich auf. Auch so ein bisschen leichter Schwefelgeruch immer hier zu spüren, sei schon zu riechen. Also nicht gerade das Angenehmste, nicht die angenehmste Luft hier. Was ist das denn? Hab ich das gebuddelt? Das sieht sehr aus wie etwas, was ich buddeln würde, aber. Okay. Vielleicht habe ich da mal Stein gesammelt? Aus irgendwelchen Gründen. Wieso? Oh. Wieso ist hier jedes Mal ein Gast? Also ich meine, ich beschwere mich jetzt nicht. Gastränen haben wir jetzt nicht so oft. Ich weiß zwar nicht mehr, was man in den Gastränen craften kann, aber falls wir sie mal brauchen, haben wir sie. Konnte man damit nicht diese Leuchtfeuer bauen? Oder täusche ich mich da gerade? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ach komm. Ja, und wir sind jetzt hier auf großer Quarzexpedition. Ich habe mir gedacht, nachdem wir jetzt so viel gebaut haben die letzte Zeit, machen wir heute mal was Nützliches. Reparieren mal so ein bisschen den Weg. Ich meine, es ist auch bauen, klar. Reparieren mal so ein bisschen die Schienentrasse. Und sammeln in der Zeit Quarz. Das bringt ja auch Level und damit können wir auch unsere Ausrüstung hier wieder fit machen. Also insofern ist es ja ein Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation. So, Quarz baller ich hier mal rein. Schwarzpulver, zack, zack, zack. Das kommt alles hier mal rein. Auch der Glowstone, was soll's. Flups. Schulker sind so praktisch. Das ist wirklich ein Game-Changer. So, das hier vorne nehme ich noch mit. Aha, aha, aha. So. Okay, das nehme ich nicht mit, das ist mir zu heiß. Alles klar, dann gehen wir mal zurück. Das da drüben muss ich natürlich mitnehmen. Ganz wichtig. Hier den Glüsten, da brauchen wir leider die Spitzhacke wieder. Ich spare mir jetzt mal den Witz, dass die, ne, mit Spitz und Hacke, das haben wir schon in der Vergangenheit oft genug gemacht. Muss jetzt nicht nochmal sein. Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, dass wir im Laufe dieses Kanals so viele Minecraft-Folgen gemacht haben, aber nie ein richtiges Let's Play Together? Ist euch das eigentlich bewusst, Leute? Haben wir noch nie ein richtiges Let's Play Together auf dem Kanal gemacht? Vielleicht findet sich da ja noch jemand, der das mal mit mir angeht. Wer weiß. So. Und wir nehmen ganz viel Quarz mit. Wie gesagt, können wir unsere Ausrüstung reparieren. Vielleicht auch Level farmen, je nachdem. Das war eigentlich nicht nötig, aber why not? Und zugleich kriegen wir Quarz, was auch gut ist für eventuelle Bauvorhaben der Zukunft. Dramatisch. Oh. Okay, dann gehen wir mal weiter unsere Strecke hier entlang. Ach, guck mal. Wunderbar. Wie das hier alles breit liegt, hör mal. Schön. Diddlin, 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 diddlin. So. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Falls ich es noch nicht gesagt habe.
hoffe, das hat bei euch allen so geklappt, wie ihr es euch vorstellt. Ich baue auch mal hier mal ein bisschen was ab, weil ich habe immer das Gefühl, dass einen diese Steine, die so nah an der Bahntrasse sind, dann doch einfach ausbremsen. Das ist nicht so cool. So, hier ist alles gepowert und so. Das sieht alles gut aus. Das Quarz nehmen wir mit direkt an der Bahnstrecke. Und wir haben natürlich hier noch viel, viel vor in diesem Let's Play, ich weiß. Auch den Bahnhof mal weiterbauen und so. Das ist halt echt schwierig, diese ganzen Projekte umzusetzen. Das hätte wahrscheinlich niemand für möglich gehalten, aber es ist so. So. Oh, da ist die Bahn hier sogar auf Quarz gebaut. Naja, das baue ich jetzt mal nicht ab. Da haben wir einfach die Quarzblöcke verbaut. Ist ja unfassbar. Nichts regnet auf mich herab, schade. Ich glaube, ich habe auch irgendwo gerade noch einen zweiten gehört. Da hinten ist er. Da hinten ist der zweite Gast. Der hat nichts von uns fallen lassen. Das ist knausrig. Das ist ja wirklich mal knausrig, Leute. Das geht ja gar nicht. So. Weiter geht's. Da haben wir noch ein bisschen was. Komm, das nehmen wir gerade mit, wenn wir schon hier sind. Ist ja kein Aufwand, dieses Quarz hier abzubauen, ne? Oh, ich habe ein Level gewonnen. Das heißt, die Reparatur ist durch. Und reparieren wir gerade mal die Axt, auch wenn die nicht viel Reparatur braucht. Aber das bisschen, das sie braucht, soll sie kriegen. Ich muss ja sagen, nachträglich betrachtet, also was heißt nachträglich betrachtet, das ist ja mir auch schon am Anfang so ergangen, das Neta-Update war echt eine super, super gute, oh wie cool. Ist mir noch nie aufgefallen, dass hier so ein Strader-See ist. Wie cool. I like it. Das Neta-Update war ja echt eine richtig gute Sache. Also hätte für meine Verhältnisse fast schon noch mehr gemacht werden dürfen. Ich will ja nicht übertreiben, aber wäre schon jetzt kein Luxus. Aber gut. Es wurde was gemacht. Es wurde auch einiges gemacht. Da will man sich... Ja, wie gesagt, eigentlich will ich mich da gar nicht beschweren. Auch weil ich es getan habe. Aber das war schon echt gut, was sie da alles gemacht haben. Was sie da alles geändert haben. Außer, dass die Pikmin, Zombie-Pikmin abgeschafft wurden. Das fand ich nicht schön. Weil... Also ich meine, die wurden ja nicht abgeschafft. Die wurden ja nur retexturiert und anders genannt. Ne? Das sind ja jetzt einfach nur die Piglins, die Zombie-Piglins oder Zombie-Fight-Piglins. Im Endeffekt sind das ja immer noch die Pikmin. Da hat sich ja jetzt nicht so viel geändert dadurch. So, ich guck mal ganz kurz. Hier hatten wir doch immer das Problem, genau, dass hier zu wenig Power drauf war. So, den da unten lasse ich mal leben. Genau, und dann kann man hier... Ist hier noch irgendwo zu wenig Power? Düdelün. Ja, hier noch. So. Dann nehmen wir Quarz mit. Genau, das Problem hatten wir irgendwie schon seit Beginn dieser Zugstrecke hier. Schön, dass das jetzt endlich mal behoben ist. So, dann gehen wir einmal hier rüber. Das auch nach wie vor sketchy as sonst was. Mhm. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich denke mal, ihr auch. Und da haben wir schon wieder Quarz. Wunderbar. Huch. Das waren die Items, die unten in der Lava gelandet sind. Gut.
schon kurz ein bisschen Sorge bekommen, dass wir gleich Probleme kriegen. Doch dem ist nicht so. So, hier achte ich auch mal genau auf die Schienen. Sieht aber alles gut aus. Oh Gott, Alter. Jumpscare für Minecraft-Spieler. Puh. Sehr, sehr cool. Ach, das sind einfach so Ladefehler scheinbar, wie mir aussieht. Ach, sieht so cool aus. Das hat schon wirklich was, ne? Das hat schon wirklich was. So, das ist ja eigentlich auch völliger Quatsch. Das, egal, lassen wir so. Das ist okay. Da die ganzen Strader unterwegs. Die Lava hat sogar eine leichte Wellenbewegung mit dem Shaderpack. Cool. Ich finde sowieso das Shaderpack hier gut für Nether. Das ist ja auch nicht bei jedem gegeben. Ein paar sehen gut aus, bei anderen ist aber auch vieles im Argen. Dass dann einfach viele Dinge nicht ganz so aussehen, wie sie sein sollten. So. Alter, was ist das denn? So, auch hier wieder das gleiche Thema. Ich mache hier mal so ein bisschen Steine weg, ne? Also, ich weiß nicht, ob einen das wirklich bremst, aber es ist auf jeden Fall nicht so elegant. Deswegen kommt der Kram jetzt hier mal weg. Zumindest der direkt an der Schiene. So, kommt man hier ein bisschen besser durch. Genau, hier geht's runter. Ich brauche immer so ein Ding, dass man hier dran vorbeilaufen kann, wenn man es möchte. Hier könnte man sich Lava holen. Ja, ansonsten. Oh, das war eine dumme Idee. Stimmt. Wenn man auf Seelensand croucht, ist man nicht mehr einen Block hoch. Das war wirklich dumm. Das war wirklich dumm, ey. Meine Güte. Habe ich schon erwähnt, dass das wirklich dumm war? Ja, ne? Sehr gut. Das ist schon wichtig, dass man es auch sagt. So, Totem haben wir wieder, wo wir gerade mal hier eine Nahtoderfahrung machen konnten. Ja, ist jetzt hier nichts Besonderes. Insofern gehen wir hier wieder rein. Können auch gleich mal hier runtergehen. Das hier kann man eigentlich auch mal wieder korrigieren. Das haut ja nämlich nicht hin. Man stößt hier die ganze Zeit den Kopf. Which is not so great. So, und jetzt muss ich noch mal kurz gucken, ob hier überall Saft drauf ist. Bin mir nicht ganz sicher. Aber es sieht gut aus. Sehr schön. So, wenn man jetzt hier runterrennt, dann hat man hier auch keine Probleme. Nice. Ja. Wunderbar. Ja, und dann wären wir auch schon hier, ne? Dann wären wir auch schon hier. Die sind ja absichtlich ungepowert. Ich meine, hier könnte man. Hier könnte man. Hier könnte man. Hier sollte man auch. Eigentlich einen Knopf hinpacken. Aber wir haben jetzt gar keine Energie für einen Knopf. Also gar keine Energie, sei schon. Gar keine Zutaten. Dann nicht. Haben wir vielleicht. Portal. Haben wir vielleicht hier irgendwo Energie? Mann, wieso sage ich denn die ganze Zeit Energie? Zutaten für einen Knopf? Nee, ne? Zutaten? Knopf? Hallo? Ah, das war dumm. Gebe ich hier gar nicht hin. Zutaten? 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 Wo war denn die Bücherei nochmal? Ui Memo. Ja, da möchte ich auf jeden Fall runter.
da irgendwo die die Bäckerei, die Bücherei? Bin mir ja nicht so ganz sicher. Boah, sah gerade so aus, als wäre die Tür verzaubert oder sowas. Gibt's ja gar nicht sowas, ich weiß, aber trotzdem sah es so aus. Mann, wollten einsperren. So, packen wir mal kurz den Krempel hier weg. Quarz, 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 Quarz. Ja, ein bisschen was an Quarz haben wir gesammelt. Ist auch nicht unbedingt die Welt, aber ein bisschen was. Gut, da ich die Bücher nicht finde, wie es aussieht. Gehen wir auch wieder zurück, I guess. Außer ich finde sie noch zufällig. Dann natürlich nicht. Also dann natürlich auch, aber später. Hier gibt es keinen Knopf.